Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Chocobo, 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 rufen die NPCs. Und ich kann es verstehen, weil wir haben jetzt Chocomoppel als neuen Verbündeten. Und somit sind wir quasi Gott. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Das sind die Sonnen, die wir ausgemacht haben. Und die beleuchten wirklich... Sind die wirklich hell genug, um hier unten irgendwas zu beleuchten? Deswegen ist es hier aber auch so dunkel, ne? Macht schon Sinn. Na dann, schauen wir mal, ob wir in den Palast kommen. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen einer runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos, Madame M vom Massagesalon und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Okay. Dann los. Besuchen wir die dreimal. Oh nein, ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Könnt ihr mir kurz helfen, ihr drei, und die Tür aufmachen? Und während die dann die Tür für mich öffnen, schleiche ich mich schnell in den Palast. Ende. Cloud, wir könnten auch alle verhauen eigentlich, oder? Aber gut, okay. Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich habe alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Hä? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur... auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Ich gehe mal zum Waffenhändler, nur um dann enttäuscht seine ganzen Accessoires durchzubrowsen und nichts zu kaufen. Willkommen im Waffenladen des Wallmarkts. Aha, von wegen. Die Hartklinge. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bitteschön. Wiedersehen. Schauen wir doch mal. Jetzt, dann müssten wir halt leider den Baseballschläger ablegen, ne? Das gefällt mir gar nicht. Aber ich nehme es jetzt trotzdem, weil es neu ist, mein Gott. Tada! Na dann. Muss ich mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Da können wir, glaube ich, durchaus durch, ne? Dann versuchen wir das mal. Vielleicht finden wir noch was Interessantes sogar. Das
Kader aufruf. Darf ich da wirklich einfach durch die Küche? Ach so, hier ist gar kein Durchgang. Na dann komm mit. Gehen wir wieder. Ah, hier gibt's Musik. Aber wie kriege ich die? Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Ja, Midka Blues, dankeschön. Ist was? Nee, ich will nur vorbei, bitte. Tschö. So, gehen wir den langen Weg. Also den richtigen Weg, besser gesagt. Meine Abkürzung war ja gar kein Weg. Na gut, okay, ich muss kurz da hochklettern. Oder da reingehen? Gibt eh wieder nichts. Reinspaziert. Bei uns herrscht freie Platzwahl. Bestimmt irgendwie, oder was heißt bestimmt, aber eventuell, wenn wir hier die Nebenquests mal freischalten oder so, werden die Orte wichtig. Kann ich mir vorstellen. Nein. Keine Ahnung. Wie konnte ich nur? Ich bin so ein absoluter Vollidiot. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Avers. Schade. Revers. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich 3 von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Ballmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Aber wenn die Münze einfach nur 2 gleiche Seiten hat und er lässt uns entscheiden, was wir nehmen, dann bleibt bei einer 50-50 Chance. Weil wenn wir uns jetzt für das Richtige entschieden hätten, dann hätten wir 100% gewonnen. Naja. Nicht zu viel drüber nachdenken. Weiterspielen. Was ist denn das für ein Schweinchen? Das ist eine Winkelkatze. Ein Winkelmogri. Nein, dafür fehlt der Bommel am Kopf. Ein Mogri kann es nicht sein. Ah, gehen wir rein. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen schnell hier, Quest, aber dann kommt man so einem Laden vorbei mit einer Winkelkatze. Dann denke ich mir so, okay, wir müssen mal reinschauen. Wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Zum Beispiel Honeybee Inn. Und Bullshit. Herzlichen Dank. Wie wäre es dann mit einem Reiseführer? Oh. Scheint noch nicht offen zu sein. So war.
warm und wohlig. Dann kommen wir später wieder. Dann müssen wir wahrscheinlich erst, ich verstehe schon. Dann müssen wir jetzt erst hier hin. Weil Madame M ist, glaube ich, letztendlich die richtige Anlaufstelle, wenn ich mich aus dem Originalspiel richtig erinnere. Deswegen müssen wir, befürchte ich, erst zu den falschen Punkten. Ich wollte noch hier richtig mit Anjan reden. Scheint so. Aber die Versuchung war einfach. Ich gehe rein und frag nach. Bleib du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Die Herrschaften. Oh. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh, dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Okay, jetzt dürfen wir zu Lady M. Hm? Ah, hier war ich schon. Die Cowboys, genau. Die Cowgirls. Besser gesagt. Scheiße! Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey, Kleiner. Wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud.
Dann zeigt mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Ich schätze mal, wenn ich die Premium-Massage nehme, dann ist sie uns am wohlsten gesonnen, oder? Dann machen wir das mal. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's weh getan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Unangenehm zum Zusehen, würde ich sagen. Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du's bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber.
Und jetzt bin ich wieder Cloud. Das war aber eine sehr kurze Aerith-Passate. Na schönchen. Dann machen wir jetzt für heute Schluss, würde ich sagen. Ich speichere mal ganz gepflegt, weil man kann ja nie wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.